Ja, meine lieben Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Ja, wir sind hier und zwar habe ich für die zwei Aufträge, die ich hatte, ziemlich lange gebraucht. Das eine, da bin ich anstatt nach Nord-Nordwest immer irgendwie West-Nordwest gelaufen. Und ja, was bei Long Cove, und zwar gibt es ja dort einen geliebten Keil und damit ist ein Wildschweinkopf gemeint, jedenfalls. Also ein Wildschwein ist gemeint. Und ja, das ist mir dann irgendwann schon in den Sinn gekommen, dass Keile oder geliebten Keil ein Wildschwein gemeint werden könnte oder gedacht werden könnte. Aber ja, und hier habe ich irgendwie voll, naja, versagt. Okay, das rote Schiff ist weg. Und zwar war hier unten bei dem Ort hier jedenfalls eine Galeone. Gut, das muss nicht unbedingt heißen, dass die weg sind, sondern einfach, dass sie die Markierung weggemacht haben. Die waren auch bei Golden Sandout oder bei diesem Außenposten, wo wir jetzt hinfahren, jedenfalls. Und ja, ein Radius in der Nähe aktiv, habe ich gesehen. Ich glaube, der wird jetzt gemacht. Sonst leuchtet er ja grün. Jetzt ist er aber. Ja, gut. Grün ist irgendwie immer noch. Egal. Jedenfalls mal schauen. Ich habe noch eine Meeresfrau-Statue oder wie auch immer man den nennen soll, gefunden, die ich alleine auch ohne Probleme zerstören konnte. Die war zwar noch viel, viel tiefer unter Wasser, als ich sonst bisher eine hatte, aber ja, das ist etwa, als würde man ein Schiffswrack tauchen, das wirklich tief unter Wasser ist. Und aber die kann man nach ein paar Schlägen ist die kaputt. Das ist die, ich sage mal, günstigste und billigste Ding. Die kriegt man ohne Probleme hin. Mal schauen, was ich jetzt alles bekomme. Ich habe übrigens ziemlich viel so seltenen Tee und solche Dinge gefunden. Auch noch ein Schädel, weil ein Schiffswrack da auch noch in der Nähe war. Aber ja, das ist ja auch egal. Da sind übrigens alle die Leuchtfeuer sind blau, die ich bisher gefunden habe. Also da war jemand fleißig. Ich könnte theoretisch zum Raid hinfahren, aber. Jetzt leuchtet er wieder grün. Verstehe die Farbe ab, sonst nicht. Ich weiß nur, dass grün bedeuten sollte, dass er gemacht wird. Aber ja, bisher, egal wann und wie ich zum Raid hingefahren war, er war immer grün. Von dem her, ja. Einmal wurde ich so geblendet, weil er sich aufgelöst hat. Also es hat so oder so irgendwas schon geblendet und dann wurde aufgelöst und dann war es noch mehr geblendet. Weil wir sind hier im falschen Ort, oder? Also wegen dem Steg. Ja, anscheinend. Ich halt herausfinden, wo der richtige Steg ist. Ja, ich will nicht allzu lang laufen müssen. Genau, wenn wir es schon von ihm haben. Gestern hatte ich auch das Problem, dass einer einfach am Steuerrad war. Und wir haben dann den Anker geschmissen. Der ist einfach geradeaus weitergefahren oder wäre. Und dann irgendwann hat er dann losgelassen. Und dann habe ich das Schiff nochmals richtig positioniert. Mehr oder weniger, damit wir nicht kilometerweit laufen müssen für jede Truhe und so. Ist immer noch der falsche Steg. Na klar. So wird es eigentlich immer Nacht oder meistens Nacht, wenn ich aufnehme. Das ist bescheuert. Für euch ist es einfach, ihr seht fast nichts. Ich muss das irgendwie auf Helligkeit 30 hochschrauben, damit man wenigstens irgendwas
einigermaßen erkennt. Also selbst für mich ist das Spiel, wenn es dunkel ist, ist es eben wirklich dunkel. Da gibt es wieder so Stellen, dann ist es wieder hell und so. Ja. Ich könnte es natürlich auch so dunkel lassen, wie es ist. Kenne ich von das Gronkh, glaube ich. Ja, wenn er aufnimmt. Aber da musst du die ganze Zeit die Helligkeit umstellen. Und ja. Nee, ich passe das lieber an. Ich will, dass meine Abonnenten, meine Zuschauer auch mehr oder weniger erkennen, worum es hier geht und nicht immer die Helligkeit selber hochdrehen müssen. Ich sag's mal so, lieber faule Abonnenten als gar keine. Ach, da hinten ist ein Skelettschiff. Oder sonst irgendein Schiff. Kann natürlich auch ein normales sein. Aber ich glaube, es ist ein Skelett. Ach so, der Anker ist ja oben. Zu lange wieder mit einer Galeone gespielt. Oder sonst irgendwas. Ach, ich habe hier übrigens sogar noch irgendwelche Flaschen, die zwar nicht hier hingehören, aber ich mache sie trotzdem hin. Falls da jemand Bock hat, das im richtigen Ort hinzubringen, weil der war ein Desert Outpost, wie auch immer er hieß, wo wir sowieso schon waren. Von dem her, ja. Also ich kann es euch noch zeigen. Da steht. Genau. Es gibt übrigens auch kein Datum, deswegen läuft es nicht ab. Mal schauen, vielleicht hat ja jemand Freude an der ganzen Sache und denkt sich, ja gut, da fahre ich ja sowieso hin. In die Richtung. Und dann hat er vielleicht Freude. So. Hoffen wir es doch. Ich habe mir so gedacht, ja gut, ich kann es ja mal mitnehmen und einfach einen Outpost irgendwo platzieren. Weil ich bin genau von dem Ort ja dort gekommen und dann auf einmal steht dort wieder dieser blöde Outpost. Und ich denke mir so, nee, da fahre ich jetzt definitiv nicht. Vor allem, ich brauche es ja nicht mehr. Also für die, die pünktliche Lieferung brauchen, zum Beispiel, um Dublonen freizuschalten, da zählt natürlich auch. Also egal, wen ihr liefert, weil kein Ablaufsdatum oder kein Lieferdatum hat, ist einfach egal, ihr könnt ihn mitnehmen, könnt dorthin fahren. Das geht. So, ich glaube, weitere Truhen haben wir gar nicht mehr. Von dem her, an den Leveln sieht es sehr wahrscheinlich nicht ganz so gut aus. Ja. Ich würde behaupten, so, ja, 5 Truhen braucht sich ja noch. So, wieso ich die eigentlich überhaupt mitnehme, diese Dinger? Ganz einfach, es gibt Gold und da gab es jetzt gerade ordentlich Gold. 880 ist nicht gerade wenig. Manche geben halt nur 100 oder so. Ich habe auch noch Schießpulverfässer, einige gefunden eigentlich. Manche habe ich hier in die Luft gejagt mit irgendwelchen Skeletten. Ich verstehe vor allem nicht, es sind so viele Skelette gespawnt, während ich das Ganze gesucht habe. Ah ja, hier ist noch das Saphir. Nee, es ist, glaube ich, zum Blaut. Ich sehe es ja dann. Seltenen Tee, oder? Exotische Seide, ja. So. Ja, genau, das meine ich hier. Das gibt 1000. Von denen brauche ich danach noch einen, dann bekomme ich Dublonen. Soviel ich weiß. Jetzt wäre das der 9. Also. Und zwar hier. Ach, auf der anderen Seite, ja. 8. Ach so, 8 von 10. 7 von 10. Und da habe ich nur einen. Den kriegt man vor allem nur zu zweit oder zu dritt wirklich hin. Der geht je nachdem alleine auch noch. Aber ist ziemlich mühsam. Also, man muss lange überleben können. Und man kriegt schneller Schaden, als dass man sich meistens regenerieren kann. So, dann haben wir noch eben so einen garstiger Schädel gefunden. Oh,
Sieht übrigens so aus, wenn man fertig ist mit dem Level. Also hier kann man nichts mehr kaufen, das ist normal. Das kann man einfach noch kaufen. Oh. Das ist eigentlich schon fast alles, habe ich. Ich habe noch viele Karten gefunden, darum gibt es hier auch so viele Karten. Ja. Ja, noch einen kleinen Tipp an die, die bei Handelsbund irgendwie was machen. Wenn ihr so einen Auftrag mit Bananenkisten und alles habt, ich habe es schon 100-mal gesagt, oder eben Schießprofessor, macht einfach das. Gebt's ab, verkauft's, wenn ihr es könnt, wenn es auf dem Weg liegt, nach eurer Meinung. Ja. So. Das mache ich auch hier hin. Darf der gerne mitnehmen, wo hier hin will. Ich will keine Schlange suchen. So, wir haben, glaube ich, noch 2 oder 3. Ich weiß es gar nicht mehr. Na, 2 waren es. Weil danach würde ich sagen, Plunder Outpost, oder? Ich fahre mal jetzt in die Richtung. Ich weiß jetzt gar nicht, von der Aufnahme her ist nicht allzu lange, glaube ich. So, dann nehmen wir euch noch mit. Wo muss ich hin? Nach Südosten. Südosten. Genau, Südosten. Guten Tag, mein Name ist Südosten. Ich will nach Südwesten. So. Die Wolke immer so mit grün, gelb. Ja gut, dann machen wir das halt. Doch, doch, das geht. Drehe einfach 2-mal in beide Richtungen und dann irgendwann komme ich schon nach Südosten. Ich fand es vor allem interessant gestern. Habe ich das jetzt schon erzählt? Ich glaube eben nicht. Es gab so einen, wo wir den Raid hinbekommen haben. Da kam dann noch ein Schiff, das dachte, es könnte uns versinken. Stimmt, ich habe das wirklich noch nicht erzählt. Genau dann, wo wir fertig waren, kommt da so ein Schiff und versucht uns zu versinken. Und ich denke mir so, ja, Alter, hey. Wir haben so viel Schießpulverfässer, der würde... Den könnten wir locker versenken, oder? Ich bin immer geschaut, ob er genügend nachkommt und so. Und dachte, ja gut, wir fahren jetzt einfach mal an Outpost. Ja, wir können ja rausspringen und mal das Wichtige verkaufen. Der andere hat dann aber den Anker reingemacht. Also der andere Mitspieler. Ich war mit einer Schaluppe unterwegs. Und ja, wir haben es dann eigentlich hinbekommen... Der andere ist mit seinem Schiff weitergefahren, im Sinn von, er ist rausgesprungen, wollte dann zu unserem Schiff und, naja, ich weiß auch nicht, was er genau machen wollte. Jedenfalls habe ich den unter Wasser gesehen und dachte mir so, hey, Junge, ich besieg dich. Hab kurz auf ihn geschossen, mit der Sniper. Dann dachte ich, ja gut, ich bin jetzt zu nah. Nimm hier, block ein bisschen und schlage ihm ein bisschen und er ist down. Und danach haben wir von ihm nichts mehr gesehen. Weil es ein Schiff war, ich weiß auch nicht. Vor allem, ich glaube, ich habe noch getroffen, 2-mal oder so. Und ja, der hätte nichts machen können. So, wir haben hier wieder ein blödes Rätselaufgabe. Ich mag ehrlich gesagt diese Rätselaufgaben gar nicht so. Ey, ich bin über die ganze Insel rum hier, bitte. Okay. Ich hätte von der einen Seite rüberfahren können. Ich bin doch blöd. Okay. Ich bin über die ganze Insel rum. Nice. Ja, eben, es gibt so komische Leute, die denken, ja gut, schnell das Schiff versenken. Vor allem, wir hatten, glaube ich, eine Bündnisflagge oben. Der hätte uns einfach beitreten können, dann hätte er wenigstens davon was mitbekommen. Aber nee, er will uns versinken. Vor allem, wir waren zu zweit gegen einen. Wir haben uns einfach gedacht, ja, was für ein Trottel, oder? Wir verkaufen jetzt unsere Dinge trotzdem, ist ja egal. Halt einfach deine Klappe, so in dem Stil. Wir machen jetzt, was wir wollen. Wir haben jetzt den Raid gelootet. Wir werden jetzt alles verkaufen. So, das war ein bisschen nah. Was ist eigentlich, wenn ich hier andocke? Kann der immer noch auf mich schießen?
Wenn ich Glück habe, finde ich hier auch wieder einen Saphir. Ich sag's doch. Hier die Grünen, die kriegt man weniger schnell hin. Ja. Ich mache das immer mit Schießpulverfässer. Mal kurz, wie viel Schuss haben wir? Okay. Das ist natürlich auch noch wichtig. Indem ich einfach drauf... Ja gut, das Schiff ist ein bisschen nah, oder? Schon irgendwie noch hinkriegen. Jo. Ja, es dauert eben schon. Die Grünen dauern lang länger. Pulverfass nützt meistens schon was. Wegen denen nehme ich eigentlich auch noch gerne Schießpulverfässer mit. Aber man könnte das natürlich auch am Schluss noch einsetzen. Aber zu zweit, ich muss sagen, dass zu zweit kriegt man die eben schon besser. Naja. Soll ich das Rätsel noch anschauen? Na gut, was haben wir hier? Erreichst du den Mandanen Well? Hoch oben. Auf dem großen... Auf der großen Insel, so verzweifle nicht, grabe 6. Wandernden Well. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Das ist Englisch geschrieben. Wieso spawnen hier eigentlich immer Skelette? Also in der letzten Zeit, überall, auf jede Insel, wo ich gehe, immer nur Skelette mit Schießwaffen. Und es sind meistens 4, 5, 6, 100... Wenn ich das nicht sogar einige. Gut, der eine müsste eigentlich noch von der Kanone sein. Von dem hier. Wandernden Well. Hoch oben. Ich finde diese Rätsel ab und zu. Ja, die Idee davon ist super, aber ab und zu verstehe ich nicht so ganz, was das Ganze soll. Also. Ja, ein bisschen suchen und so. Ja gut, ich denke, das ist damit gemeint, oder? Oder hier irgendwas? Die Glocke? Okay, wir gehen mal von der Glocke aus. Gut, von der Glocke wird ja nichts gesagt. So. West, Süd, West... Wie viele Schritte? 6. Ich kann mir nicht mal eine Zahl mehr merken. Ei. West, West. Okay, das kann es nicht sein. Dann haben wir es ja wahrscheinlich hier mit irgendwas. Ja, toll. Aber... Wenn das jetzt das hier ist, halt ganz oben. Ja, dann müsste das das ja sein, oder? Oh, das wird sehr wahrscheinlich ein langes Rätsel. Vielleicht ist aber auch damit der Brunnen gemeint. Mal kurz. West, Südwest, doch. Ich habe mich falsch gelesen. Okay.
Okay, der Brunnen ist damit gemeint. Hm. Ich kenne eben nicht jede, ich sag mal, Umgangssprachwörter oder sagen ich mal eine Art in die Richtung. Also es gibt ja Wörter, die vielleicht auf Deutsch ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Ich kenne nicht jedes Wort oder jede Bedeutung für jedes Wort oder... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das erklären soll. Wir in der Schweiz haben ja Schweizerdeutsch, oder? Und wir kennen nicht jedes Wort, das im Deutschen wirklich verwendet wird. Klar, die, wo enorm viele Bücher lesen und Bücherwurm sind, die kennen das schon. Ich war nie so einer. Ich lese überhaupt nicht so enorm gerne. So, hier gibt es nochmal ein Buch. Einfach, weil es es gibt, ja. Und deswegen muss ich ja sagen, so, habe ich ab und zu so das Problem, dass ich manche Wörter nicht identifizieren kann, was es genau damit auf sich hat. Wie unweit. Ich dachte so, unweit? Was heißt unweit, oder? Das heißt ja nicht weit. Naja, manche sind mir einfach nicht geläufig, sage ich so. Genau, das geläufig wäre es eigentlich gewesen. Und, ja, ich suche jetzt hier unten noch und dann schaue ich mal weiter. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Hier gibt es nur eine Truhe. Was für ein beschissenes Ding. Okay. Jedenfalls macht's gut, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sea of Thieves. Also... Tschüss. Alles klar, du hast eine legendäre Truhe gefunden. Ich habe ja gesagt, wir machen die Legendary Quest.